Ja, Junge, das kann ja keiner einschneiden, Junge. Und damit herzlich willkommen zum Spanien-Vlog. So, wir sind jetzt in Barcelona angekommen. Den Vater habt ihr ja gerade gesehen und das ist die wunderbare Aussicht. Und man kann hier komplett Barcelona überblicken. Alle zusammen. Wir haben hier richtig schöne Aussicht, das zeigen wir mal kurz. Und wir werden heute in den Nationalpark fahren. Mal schauen, was man da für geile Aufnahmen machen kann. Ihr sagt, wann wir anhalten sollen. Schreib's in die Kommentare. Wenn ihr was Schönes seht, schnell stoppen. Erster Spot hier gerade und jetzt wollen wir gerade mal die Drohne testen. Der erste Testflug wird jetzt hier gerade vorbereitet. Da sind wir mal gespannt. Es ist ziemlich windig hier, das heißt, wir hoffen mal, dass die jetzt nicht direkt wegfliegt und einfach direkt im Arsch ist. Aber schauen wir mal. Hier seht ihr jetzt den Hafen hinter mir und so sieht das Ganze mal aus der Drohne aus.
Also unsere Drohne wird hier gerade ein bisschen von Vögeln angegriffen. Und zusätzlich ist die Batterie fast leer. Siehst du sie? Jetzt gerade sehe ich sie nicht mehr. Und man sieht sie halt irgendwann nicht mehr. Ist halt schon ziemlich lustig, wie Matteo gerade den Vögeln hinterher macht. Er läuft und läuft und läuft. Der Matteo musste gerade mal ein bisschen leiden. Er hat gedacht, er macht mal einen ziemlich coolen Shot mit einer Welle. Plötzlich stand ich einfach komplett in der Welle. Ich bin mit Hose komplett nass, Schuhe alles nass gerade hier. Sieht man nicht, weil keine Flecken da sind, weil es komplett nass ist. Halt wirklich, ne? Da kamen so Leute, die mich, glaube ich, kurzzeitig nicht gesehen haben, weil ich einfach in dieser Welle verschwunden war. Unfassbar. Aber der Shot ist hoffentlich ganz gut geworden. Wir fahren gerade hier nach Valencia rein und müssen uns erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil wir waren beide noch nicht hier, wissen nicht genau, was jetzt auf uns zukommt. Was wir wissen ist, dass es, glaube ich, eine ziemlich geile Stadt ist. Absolut begeistert von Valencia. Die Mischung hier aus total schönen alten Bauten und total moderner Architektur. Finde ich sehr sehenswert. Wir gehen jetzt mal was essen und dann hoffen wir, dass wir noch ein bisschen was von der schönen Abendsonne mitkriegen. Die steht nämlich jetzt schon ziemlich tief, wie man jetzt gerade hier sieht. Langsam machen wir uns auf den Heimweg wieder. Auf dem Heimweg, und zwar in die Tiefgarage in unser Auto. Ja, genau. 6.30 Uhr geht der Flieger. Das heißt, wir werden heute Nacht einfach im Auto pennen ein bisschen. Und so 2 Stunden und dann geht es auch schon wieder los. Auto wegbringen und dann zum Flughafen. So, wir haben einen Platz gefunden. Hier ist jetzt die Wahl drauf getroffen. Die Wahl drauf getroffen. Die Wahl ist hier drauf getroffen. Wir sagen jetzt erstmal gute Nacht und dann melden wir uns wieder. Buenas noches. Ja, du kannst doch Spanisch. Ja. Wieso meckerst du dann die ganze Zeit, dass du nichts verstehst? Fließend. Hier, erstmal aufs Klo hier, auf die Hygieneanlagen. Sanitäranlagen. Von wegen Sanitäranlagen. Direkt neben unserem Auto. Wir hängen hier richtig fertig gerade. Es war mega kalt in der Nacht. Aber wir haben irgendwie 1-2 Stunden gepennt. Mehr oder weniger. Lars mehr, ich weniger. Und jetzt geht's gleich los.